Guten Tag, meine Hasen und Hesinnen. Ihr habt beim letzten Blog entschieden, über welches Thema ich als nächstes rappe. Und das nächste Thema ist die Jugend von heute. Ich habe am Ende des Videos noch ein paar Leute dazu befragt. Also guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Nicht vergessen, Daumen hoch, abonnieren und let's go. Facebook und Twitter, Instagram und Hashtags, YoloSwag. Läuft bei dir, Smartphone und Snapback. WhatsApp, alles klar, schreib mir mal und like mein Foto. YouTube Star Fashion Tipps und danach Verlosung, Daumen hoch. Bitte abonniere, lass ein Kommi da und bitte teil die Seite von meiner BF Veronica. ABF, HDF, HDL, ADS. Minderjährige sehen aus wie 20 und haben Sex. Komm in meine Gruppe, meine Gang braucht noch paar Mitglieder. Schick mir ihren Namen und wir machen diese Bitch nieder. Klassenzimmer entwickeln sich zu Modemessen. Mobbing übers Internet, Killer haben großes Rest. Früher sind wir mit bunter Kreide auf dem Hof gesessen. Heute sind die Kiddies beschäftigt mit Alkoholexzessen. Wer hat Klicks? Ich brauch noch ein Like. Die Jugend von heute braucht nur eins: Aufmerksamkeit, keine Aufklärung mehr, wie viele Kinder sind schwanger in keiner Generation. Hat man schlimmer gejammert, sogar das Kinderprogramm hat sich irgendwie verändert. Früher waren es Chip und Chap und die Ritter des Rechts. Und wenn ihr immer noch der Meinung seid, dass alles wäre euch einerlei, die Leiharbeit und Beinarbeit wird kommen und dann wird einer wein. Also, was für ich scheiß auf Schule, was für ich brauch keinen Job. Bevor du A sagst, hat das Leben dich schon ausgenockt. Denn es kommt die Zeit, da sind die Kinder aus dem Haus. Und bei der Jobsuche, da hilft dir auch kein Instagram-Account. Die Jugend von heute, Motherfucker, Puppen und Chick. Sie sagen, scheiß mal auf Charakter, aber guck mal die Klicks. Jetzt könnt ihr sagen, alles klar, was für behinderte Verse. Aber am Ende der Geschichte zählen innere Werte. Zum Beispiel, bist du auch ehrlich zu deinen Freunden und entbehrlich für die Leute, weil du treu bist, keine Tränen vergeudest, keine Geschichten über andere verbreitest, dein eigenes Leben hast und Menschen auch verzeihst, weil du selber auch Fehler machst. Verstehst du das? Du brauchst kein Geld, um zu lachen. Kämpf um deinen Partner, so wie deine Eltern es machen. Schreib immer gute Noten, statt einen Kater zu feiern. Ich bin ehrlich, mich hat nicht eine von den Partys bereichert. Ihr wisst noch nicht, was Fleiß für eure Zukunft bedeutet. Geh da raus und sei ein Vorbild für die Jugend von heute. Da habe ich schon mal darüber gesprochen. Ich bin froh, dass ich in den 90ern geboren bin. Diese Antriebslosigkeit. Chillen, wa? Nur bunte Knete im Schädel. Und nebenbei auch nicht wissen, dass es auch noch andere Menschen um sie herum gibt. Ne? Also rücksichtslos. Also ich erfahre viel Rücksichtslosigkeit von jungen Menschen auch. Aber auch viel Überraschung, weil die dann doch schlauer und klüger sind, als ich mir das jemals vorgestellt hätte. Disco, Schmisco, sehr gut. Wenn es um Thema Kommunikation geht und andere hängen nur vor ihren Scheißteilen und sind sich selbst irgendwie beschäftigt. Ja? Isoliert, meiner Meinung nach. Der Bruder, der ist irgendwie 5 oder 6 und hat jetzt auch schon sein eigenes iPad, was halt auch schon übertrieben ist. Also nervt mich, dass ich die Klimpere auf diesen Smartphones, auf den Handys. Disco, Schmisco, sehr gut. Ich habe 40 Jahre oder noch länger mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet. Und ich bin sehr aufgeschlossen und ich denke mal, an der Jugend von heute gibt es eigentlich nur